Wir befinden uns hier am Hauptbahnhof in Wien. Gleich da hinten ist das Renner-Institut der SPÖ. Denn der Gute-Nacht-Topf für den besten Funktionär wird verliehen an den besten Organisator einer Mitgliederbefragung, nämlich Christian Deutsch. Da hinten werden gerade die Stimmen ausgezählt. Das ist spannend, aber genauso spannend wird Christian Deutsch den Gute-Nacht-Topf entgegennehmen. Diese Befragung war alles wirklich top organisiert. Die Mitglieder haben nicht gewusst am Anfang, wie lange sie schon dabei sein müssen, um abstimmen zu können. Bei den zusätzlichen Kandidaten war unklar, ob überhaupt welche erlaubt sind. Die Wahlkommission hat lang gestritten. Die Auszählung hat ewig gedauert. Ja, und Stichwahl war auch nie eine echte Option. Also, um es zusammenzufassen, alles, was man nicht bedenken hat können, wurde nicht bedacht. Tippitoppi. Deutsch, wir dürfen Ihnen gratulieren. Ich habe eine Auszeichnung für Sie mitgebracht. Ach so. Ja, als bester Organisator einer Mitgliederbefragung, den Gute-Nacht-Topf für die abgelaufene Saison, Herr Deutsch. Wem darf ich das mitgeben? Sind Sie überrascht über das Ergebnis? Es ist ein Stimmungsbild, was ich immer gesagt habe. Und der Parteitag findet nächste Woche statt. Wiedersehen. Wenn Sie jetzt zum Zirkus gehen, Herr Deutsch, das schafft auch nicht jeder. Mit einer Hand sich durch beide Knie zu schießen. Die Auszeichnung, Herr Deutsch, darf ich Ihnen mitgeben? Hauptsache, Sie finden es lustig. Diese Auszeichnung haben Sie sich verdient. Den Gute-Nacht-Topf als bester Organisator einer Mitgliederbefragung mag Christian Deutsch jetzt persönlich leider nicht übernehmen. Er ist vermutlich von den Emotionen übermannt. Immerhin, jetzt wird es in Zukunft auch keine Deutschpflicht mehr in der Löwelstraße geben. Wobei es mich irritiert, dass alle so viel reden. Wer hat diese Mitgliederbefragung gewonnen? Der Sieger steht für mich seit Wochen fest, nämlich die FPÖ.